Ortfried. Also ich schaue sehr irritiert. Was ist das? Nun, das dürfte in Angedenken an den Stier, von dem wir eben sprachen, sein. Mhm. Im Zweifelsfalle können wir fragen. Wie gesagt, ich für meinen Teil würde ohnehin gerne zumindest kurz beten. Bitte, ich werde mich auch noch einmal kurz auf die zuvor vor uns stehende Aufgabe vorbereiten. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Natürlich. Ich nicke in die Runde und suche mir dann ein ruhiges Fleckchen für mich selber. Torne? Was meinst du? Darf ich teilnehmen? Aber natürlich. Dann folge ich ihm. So kann die Magierin Edith sich erstmal aufmachen in Richtung des Travia-Tempels. Wenn du reinkommst, du siehst, wie das Herdfeuer prickelt und prasselt und dir direkt beim Eingang ein Novize die Robe und den Hut abnimmt, damit du dich auch gleich gastlich fühlst. Und ja, es riecht unglaublich gut nach leckerem Essen. Die Geweihten kommen dann teilweise auch auf dich zu. Andere stehen noch bei anderen Gästen und bewirten sie gerade. Und du kannst dich ein bisschen umsehen und siehst dann auch großen Travia-Schrein, wo du dann dich auch niederlassen könntest. Auch andere Schreine, die dann hier tatsächlich untergebracht sind, da es sonst keine anderen mehr gibt, außer dem Ortfriedschrein. Mhm. Dann wird sich in der Tat, es werden die Füße erst einmal abgeklopft, weil Dreck. Und dann höflich genickt, durchaus auch mit euer Gnaden alles gegrüßt, was einem vielleicht in den Weg kommt. Ja, traf ja mit euch. Schön, dass ihr hier seid. Aber zuerst einmal tatsächlich in Richtung Schrein gegangen, um zu beten. Und später vielleicht noch einer der Geweihten angesprochen. Aber Edis wird fürs Erste mehr oder weniger still im Gebet versenken, denke ich mal. Gut. Derweil Ardo und Ture, was mögt ihr tun? Ja, also ich suche mir, wie gesagt, so ein bisschen abseits des Ortes einen stillen Flecken, wo ich vielleicht so ein bisschen einen schönen Überblick über die Landschaft habe, so ein bisschen am besten schon den Blick Richtung Süden werfen werde. Ja, du kannst eine Meile aus dem Dorf hinausgehen, auf einige Hügel hinauf, und wenn du dann dich oben auf die Hügel gestellt hast und den Wind riechst, wie er vom Oxmoor zu dir rüber weht, kannst du auch unter dir, südlich der Hügel, eine verbrannte Ruine erkennen, was wohl ehemals ein Dorf gewesen sein soll. Nebel, der über dem Moor wallt, und Stimmen, die daraus hervordringen, von Geistern vielleicht? Mhm. Ja, als ich das alles in mir aufnehme und mir sozusagen vor Augen führe, wo unser Weg hinführen wird, was auf uns zukommt, knie ich nieder direkt auf den Boden dort, wo ich bin, und fange an, ein Beutelchen auszupacken. Eine Schale. Ich werde mir wiederum die blaue Farbe anrühren, wie ich das schon in Werheim getan habe. Und dann öffne ich das Beutelchen, hole einige Runen heraus, Runensteine, und fange an, dann nach vorne in die Richtung Süden zu schauen, greife in dieses Beutelchen, greife einfach eine Handvoll Runen blind, werfe sie und fange an zu deuten, was auf unserem Weg liegen könnte. Die Farbe fertig ist, werde ich mir damit auf der Stirn und auf den Handflächen, auf den Handrücken wiederum Swafnir heilige Symboliken darauf malen. Währenddessen habe ich mich neben ihn gekniet und beobachte die Zeremonie, die schon jetzt bekannt vorkommt mittlerweile. Immer wieder sehen durfte, still und in Gedanken und im Gebet versunken. Ich biete dir auch von der Farbe an, wenn du dir damit irgendwelche Symbole aufmalen möchtest. Dann nehme ich das dankend an und werde mir das Symbol Kors und eines, das du nicht kennst, aufmalen. Das Symbol Kors über das andere Unbekannte. Mhm. Ich nicke nur, ich werde nichts weiter dazu sagen. Ich weiß, dass Ardo seine Geheimnisse hat, und das habe ich schon vor einiger Zeit akzeptiert.
Jeder seine Götter. Genau. Derweil Heldan Rogel. Du siehst so ein bisschen verloren aus. Du siehst, wie jetzt deine beiden anderen Gefährten wohl auf die Hügel gehen, aus denen du selber gekommen bist. Die Hügel von Südfelde. Ja, er schaut immer wieder nach links und nach rechts und... Wieso sind denn jetzt alle weg? Habt ihr denn keine Vorbereitung zu treffen? Ich hab alles mitgebracht. Habt ihr euch schon von eurer Familie verabschiedet? Ja. Also, was ja. Noch über ist. Aber ja. Wieso glaubt ihr, wir haben doch sehr große, starke Männer dabei und die Frau kann zaubern. Glaubt ihr nicht, dass das gut geht? Ich meinte jetzt nicht auf den Bezug, dass ihr sterben werdet, sondern dass ihr fortzieht, natürlich. Klopft ihm mal ein bisschen aufmunternd auf die Schulter. Ich komm ja wieder. Ja, sie hat jetzt auf einmal große Augen. Bestimmt. Ja, die Mutigen werden immer belohnt, glaub mir. Ist das deine erste Mal außerhalb des Dorfes? Ich war schon mal auf dem Rindermarkt, ja. Ich verstehe. Das? Oder zählt das nicht? Also wir sind fast anderthalb Tage gelaufen, ja. Ja, mein Rind verkauft. Ein schönes. Es zählt nicht, dass du dich Reisender nennen kannst, aber du warst schon mal außerhalb des Dorfes. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wie war euer Stierflug damals? Stierflug? Ich verstehe nicht ganz genau, was du meinst. Ihr seid ja nie von hier. Ja, genau, da habt ihr keinen. Ach so, ja, wenn man den Stier ehrt, wenn man nicht mehr ganz klein ist, sondern wenn man erwachsen wird, dann springt man als Bauernsohn und Tochter über den größten Stier im Dorf. Aber das habt ihr nicht gemacht. Nehme ich an? Nein. Bin noch nie über einen Stier gesprungen. Oder habe es auch nur versucht. Wüsste auch nicht warum. Aber wenn es hier so zu Lande Tradition ist. Entschuldigung, ja. Das ist hier immer ein gutes Gespräch, weil das alle gemacht haben. Ihr macht viel mit dem Stier hier. Obwohl ihr ihn vor langer Zeit von der Landfläche hier vertrieben habt. Ist ein heiliges Stier. Und es ist sehr mutig. Mhm. Naja, ob es wirklich ein heiliges Tier ist, werden wir wohl erfahren. Naja, wenn es was wirklich bedeutet, geflügelt ist. Was bedeutet eigentlich das, was die Magierin gesagt hat? Das habe ich nicht verstanden. Was genau? Sie hat so viel gesagt. Die Hälfte davon habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was das ist. Chimären. Mhm. Ein anderes Wort für Monster, glaube ich. Ich nehme es auch. Sie hat Dämonen gesagt und dann hab ich kurz Angst gekriegt. Sie hat ja irgendwas gesagt von wegen verschiedene Vereinte. Ach, was weiß ich denn. Ja, okay. Aber ich hab mich einfach an euch. Ihr kriegt das bestimmt hin. Ja? Selbstverständlich. Ich weiß doch nicht, wie ich eine Fallen stellen soll für einen geflügelten Tier. Aber ja. Ich habe auch überlegt, mir angeschaut, was ich dabei habe. Wohl die Tierfallen, die ich habe, werden nichts gegen einen Stier ausrichten können. Vor allem, wenn er fliegt. Noch weniger. Kürzlich habe ich noch diese wunderschöne Bärenfalle gekauft. Alles unnütz. Die sieht aber kräftig aus. Also solltet ihr nicht anfassen. Nein. Und wann kommen die anderen jetzt wieder?
Ich habe nicht mal verstanden, wo die hingegangen sind. Die Magierin ist in den Tempel gelaufen und die anderen sind einfach in die Berge. Die Hügel, aber... Macht man das immer so? Geh die nachher müsste? Auch einfach weg? Eigentlich hatte ich nicht vor. Wir sollten warten, bis die Magierin wieder da ist. Vielleicht haben sich die anderen beiden auch von uns abgewandt. Ich meine, ein fliegender Stier. Nicht für jeden was. Und Untote in den Wäldern. Vielleicht machen wir das Ganze auch nur zu viert. Wieso nicht? Während sie im Tempel ist, wollen wir uns einen Schluck genehmigen, während wir warten. Ja. Vielleicht bekommt dann Rogel auch ein bisschen mehr Mut. So viel ist nie genug. Warte, du hast was zu trinken? Ich habe auch was. Warte. Und ich hol mal einen Tonkrug aus meinem Rucksack heraus. Muss ich nochmal wieder füllen. Rogel, wo ist denn hier eine gute Taverne? Also ich so oft kaufe ich in der Stadt nicht. Es ist sehr teuer. Du weißt nicht, wo die Taverne ist? Man muss doch wissen, also, wo man sein Bier herbekommt. Da vorne ist eine, aber Papa hat immer gesagt, wir sollten unsere Kreuzer zusammenhalten. Naja, Papa ist bestimmt am Abend trotzdem hingegangen. Na, lass uns doch mal schauen. Währenddessen im Travia-Tempel, wo dies ihr stilles Gebet zu Travia und den anderen Göttern gesprochen hat und du mit einem guten Gefühl dich erheben kannst. Ja, mit einem guten Gefühl kann ich mich erheben, trete in der für mich typischen Manier auf den Saum meiner Robe, obwohl sie nun wirklich nicht kurz ist, und setze mich gleich nochmal auf die Knie. Beim zweiten Anlauf klappt es bestimmt besser. Um mich dann einmal freundlich in Richtung irgendeines Geweihten zu drehen, der gerade in der Nähe ist. Wir haben da schließlich diesen armen Bauern dabei. Ja, Travia, mit euch. Ja, schön. Ich habe euch schon eben gesehen. Ah, herrlich, dass ihr euch bei uns so wohl fühlt. Auch wenn wir nicht viel zu bieten haben, aber das wenige teilen wir mit euch. Willkommen. Nun, ein Travia-Tempel braucht doch nicht übermäßig viel. Die Freundlichkeit der Geweihten und die Gastfreundschaft ist doch das Wichtigste. Und davon habt ihr ausreichend. Ja, das denke ich auch. Auch wenn wir die Armen draußen nicht ernähren können und diejenigen, die noch dort draußen in der Wildermark herumirren, aber wenn sie denn ihren Weg hierher finden, die Baronin weiß für sie zu sorgen. Nun, doch das ist ausgesprochen den Göttern gefällig. Aber ich hätte eine Frage. Ja, heraus damit. Wenn ich sie beantworten kann. Die eine wäre, wir werden von einem örtlichen Bauern durch die Umgebung geführt werden. Und der Arme hat verständlicherweise, denke ich, eine Menge Furcht. Hättet ihr irgendeine Art Amulett, so schlicht es auch sein mag, das ich ihm mitbringen könnte, damit er sich von Travia behütet fühlt? Ja, natürlich. Also wir können euch eins aus Stroh oder aus Holz geben, wenn ihr mögt. Das sollte sicherlich helfen. Das wäre wundervoll. Ich bin mir sicher, er wird sich darüber freuen. Ja, ich vermute mal, dass er auch Ortfried anrufen wird, wenn er von hier kommt, aber uns ist das nicht ganz geheuer. Ich weiß nicht, was das soll. Oh, ich bin mir sicher, in diesem speziellen Falle wird er sich über Travias Segen sehr freuen. Ja, der Patien ist schon immer das Land von Travia gewesen und wird das auch immer bleiben. Und das ist gut so. Heimat und Familie, wie wir immer zu sagen haben. Oh ja. Wenn man es hat, dann soll man es hüten. So ist es. Können wir euch sonst noch anders helfen? Dabei geht sie einmal mit dir zu einem Schrein und gibt dir dann sowohl ein Amulett aus Stroh und eins aus Holz. Dann wird beides dankend genommen und es werden einige Silbertaler bei dem Schrein gelassen. Ach, das ist so großzügig von euch. Die Gäste werden es euch danken. Nun, jeder gibt, was er kann, nicht wahr? Ja, so ist es. Bei St. Travinian. Es wird genickt. Und meine andere Frage wäre tatsächlich, was ihr über diesen Stier, den die der Partia anscheinend als beinahe heilig ansehen wisst. Ja, wie gesagt, eine alte Sagengestalt, die geistert hier überall herum.
wir sind uns tatsächlich nicht ganz sicher, ob er Kamal einzustufen ist oder eher magischer Natur ist oder war. Aber damals waren es dunkle Zeiten und überall liefen Chimerologen umher. Und ihr müsst wissen, damals, als das Land befriedet worden ist, gab es noch Fran Horas. Es wird genickt, ja. Finstere Zeiten. Wirklich finstere Zeiten, das ist wahr. Ja, der Stierflug ist gerade aus dieser Ortschaft nicht wegzudenken. Jedes Jahr erneut. Bald ist es wohl wieder soweit. Und draußen stehen schon wieder die Leute. Und man kann für wenige Kreuzerlinge kann man auf dem Stier reiten und es üben. Mit seinen Kindern oder selber, wenn man dann die Prüfung ablegen mag. Eine Prüfung? Ja, den Stierflug. Und was soll das sein? Man wird eingeölt und soll dann nur mit einem Lendentuch bekleidet wagemutige Sprünge über die prächtigsten und größten Stiere machen. Viele werden dabei verletzt. Grausam. Ach, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber ich bin mir sicher, auch da werden Hesinde, Perain und Tavia ihre Hand schützend herüberhalten, soweit es möglich ist. Ja, die Zwölfe mit uns und euch. In der Tat. Aber ich danke euch. Ja, das sehr heißt, gern. Die Bürger haben sich wahrscheinlich vor einer ganzen Weile von irgendeiner Kreatur beeindrucken lassen und darum Geschichten gesponnen. Ja, ich bin ja froh, dass es hier nur um einen Stier geht. Wenn man noch weiter in Richtung der Trollzacken oder der Schwarzen Sichel geht, dann beten sie dort zu Sokramor. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ach. Dann lieber ein Stier. Da habt ihr recht. Also gut, dann ich werde mal weiterziehen. Und ich danke euch recht herzlich. Bleibt so lange ihr wollt. Ah, so viel Zeit habe ich nicht, aber vielen Dank. Dann wird sich artig verabschiedet, die Reiserobe wieder über das eigentliche Gewand gestreift, der Hut wieder aufgestupft und sich in Bewegung gesetzt. So könnt ihr allesamt nach grob einer Stunde in der örtlichen kleinen Taverne wieder zusammentreffen. Rogel hat bereits ein kleines rotes Gesicht. Der Alkohol scheint ihm doch besser zuträglich zu sein, als es bei den anderen der Fall ist. Und er freut sich über seinen zweiten großen Humpen Bier. Es ist aber sehr kräftig. Kräftig ist das noch nicht. Ihr solltet mal einen ordentlichen Brand trinken. Ah, nichts geht über Feuer. Nichts, gar nichts auf der Welt geht über Feuer. Seid ihr sicher, dass ihr den Zweiten schafft? Also den Humpen. Das ist ungewohnt stark. Ich schaff den auf jeden Fall, aber bei dir wäre ich mir nicht so sicher. Ich würde es ihm doch abgeben. Vor allen Dingen, weil wir ja heute noch reisen wollen, nicht wahr? Also wir wollen ja keinen betrunkenen Führer haben. Ja, ich helfe gerne mit dem Bier. Und ich nehme dir einfach den Bierkrug aus der Hand. Ah, ja, ich das ist nett von euch. Trink ihn sehr schnell weg. Ah, so geht das auch. Ja, wir sollten aufbrechen. Wir wollen ja noch schließlich noch den Tag nutzen. Ich habe mal eine Frage. Wollen wir nicht vielleicht ein Stück des Weges mit dem Boot fahren? Damit würden wir zumindest Moor und Wald umgehen. Und wenn da wirklich nun Tote sind, haben wir zumindest etwas weniger Arbeit auf dem Hinweg, vielleicht auf dem Rückweg. Aber kann man den Fluss denn befahren? Es sah zumindest aus der Ferne so aus. Herr Führer, was sagt ihr? Ich bin noch nie mit einem Boot gefahren. Nicht. Es ist eine schöne Angelegenheit, aber der Fluss wird auch benutzt zum wird ja sicherlich auch für sowas benutzt. Also. Es lebt der graue Mann im Fluss. Also wenn ihr schon lange hier wohnt und er euch mag, dann versinkt ihr nicht, sonst geht ihr unter. Von dem habe ich tatsächlich schon gehört. Ich glaube, der war bei der Kaiserschlacht dabei. Ja, es ist ein Riese im Ochsenwasser. Das ist richtig. Da habt ihr recht. Vielleicht sollten wir doch den Fußweg vorziehen. Und beim Wasser ist ja auch immer viel Nebel und da sind die Geister.
Aber ihr habt keine Angst vor Geistern? Ihr müsst keine Angst vor Geister haben, solange ich bei euch bin. Ich überlege, was wir in Werheim gesehen haben. Ja. Das waren Geister. Aber mein lieber Rogel, ich habe noch etwas für euch aus dem Tavia-Tempel. Oh! Ja? Sie reicht dir dann zwei Amulette. Das eine aus Stroh, das andere aus Holz. Oh, die sind aber... Ich habe gar nichts für... Sollte ich Geschenke besorgen für alle? Nein, das wusste ich nicht. Das ist, damit die Herrin des Herdfeuers über euch wacht. Oh, das ist aber lieb von euch. Damit ihr euch weder so einsam noch so verloren fühlt, wenn ihr mit uns auf Reisen geht. Das ist aber nett. Du merkst wieder mit dem Finger über die beiden Amulette wird. Oh, die sind aber gut gemacht. Das würde ich aber nicht so gut hinbekommen. Die sind aber schön. Vielleicht schenke ich eins meiner Schwester. Wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr ja machen, wenn ihr da seid. Dann schaue ich nochmal zu den beiden offensichtlichen Fallenstellern. So, und wir hatten uns eigentlich noch gar nicht vorgestellt. Wie sind die Namen von euch werten? Jägern? Fallensteller. Roald Eschholz, mein Name. Ich bin Ronga. Ronga vom Svelt. Angenehm. Tore Arildsson, aber das wisst ihr ja schon. Ich bin Ardo. Ja. Was würdet ihr denn davon halten, wenn wir den Dergel runterfahren? Ich saß schon mal in einem Boot. Wirklich. Gut rudern kann ich nicht, aber die Frage ist, woher wir denn ein Boot bekommen wollen. Ne, da wäre es auf jeden Fall. Wir werden uns erkundigen, ob es hier eins frei hat. Ja, das kann ich ja in der Zwischenzeit erledigen, während ihr hier weitere Besprechungen macht. Ich mach das dann schon und dann... Aber ihr wollt nicht ins Moor fahren, oder? Nein, drumherum. Gut, weil im Moor sind die Toten und die ziehen dich vom Boot, habe ich gehört. Im Moor sind die Toten, im Wald sind die Toten. Es ist nicht unser bestes Jahr. Das ist... Wie sieht's am Fluss aus? Da auch irgendwelche Toten? Na, das ist der graue Mann, der ganz der einen versenkt, wenn man kein ich weiß nicht. Also die Bauern, die da wohnen, also die Fischer? Fischer, die können über den Fluss fahren, aber es können nicht alle über den Fluss fahren. Ich weiß nicht, ob ihr über den Fluss fahren könnt. Ich rechne an die Karten im Sinne, dann führt der Fluss auch durchs Moor hindurch. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Idee wäre dann. Nun, wir können zumindest schauen, ob wir bis ans Moor heranfahren und dann außen herum wandern. Es wird uns zumindest ein Stück Weg ersparen. Nachdem der Herzog durch die Umgebung gezogen ist, sind die meisten Straßen ja nicht mehr wirklich gut. Aber wir können auch gerne zu Fuß gehen. Mich stört beides nicht. Aber immer noch sicherer als das Moor, wenn es dort vor Untoten wimmelt, sollten wir es meinen. Hat irgendjemand eine Karte zur Verfügung? Dann können wir wenigstens den Weg planen. Also tatsächlich sehend planen. Ardo, hattest du nicht eine von den Karten von hier Anspin vom Tisch gemobst? Oh, das ist eine gute Frage. Ich schau mal eben nach. Ich würde mal in meinem Zeug krammen. Frosty, habe ich die Karte noch? Ja, würfel mal auf Gassenwissen. Ach, Gassenwissen, da würfel ich doch sehr gerne. Nee, Gassenwissen ist es eigentlich nicht. Würfel mal lieber auf Geografie. Geografie erleichtert um 3. Ja, komm, ist eine Geografie-Probe. Okay. Können die anderen aber auch würfeln, vielleicht haben sie ja selber irgendwie eine Karte. Die sind zwar sehr teuer. Was ist ein Geografie? Vogel hat keine Karte. Wissen. Das habe ich gar nicht. Kann ich auf Orientierung würfeln? Ja, Orientierung geht auch, aber mit Ableitung. Also plus 10, also plus 7. Ja. Ja, das ist... Okay, dann würfel ich erstmal, schau mal, was rauskommt. Nee. Schon so nicht geschafft. Habe ich wohl keine Karte mehr. Ja, frage ich mich, wo die geblieben ist. Naja, gut. Für 2 Punkte, aber auch die Kulturkunde nicht, also. Ja, doch, klar. Wenn du Geografie gewürfelt hast, dann brauchst du auch keine Ableitung mehr. Passt. Alles gut.
Dann könnt ihr euch eine gute, detaillierte Karte der Umgebung ansehen, die tatsächlich auch Teil des Ochsenmoores und des Ochsenforstes zeigt. Wenn ihr hier oben startet, dann könnt ihr tatsächlich entweder über den großen Weg, die Hauptstraße ist jetzt zu viel gesagt, es wird da viel gehandelt, vor allem dann noch so ein bisschen Silber in Richtung von Werheim, Rommeles, wenn ihr dann hier an Uhlenwacht vorbeizieht zum Roten Wald, wo auch immer ihr dann hin müsst. Oder aber über den Dergel, der dann in das Ochsenmoor mündet. Also das ist keine scharfe Trennlinie mehr. Das ist automatisch dann Moor, das ist automatisch Nebel und das sind automatisch Geister, wo ihr dann hindurch segeln bzw. vor allem rudern könntet, bis ihr dann, ja, hier ist dann die Zollburg, da könntet ihr dann bis zur Zollburg Grassing übersetzen. Den Fluss überqueren wird schwer, weil der 100 Meter breit ist und sehr, sehr strömt. Aber ihr könnt euch definitiv auf der einen Flussseite halten, das würde gehen. Also Ture, ich zerstöre deine Hoffnung auf eine Seefahrt nur ungern, aber ich glaube, Laufen wäre tatsächlich sinnvoller, wenn ich mir das ansehe. Und vor allen Dingen auch nur auf dieser einen Straße, denn auch die andere Straße wird irgendwann im Moor landen. Naja, es war ja auch nur ein Gedanke, ob wir das machen wollen oder nicht, ob es uns eher um Geschwindigkeit geht oder um um Sicherheit. Ne? Also ich habe es nicht so eilig. Der Gedanke ist in der Tat kein verkehrter. Das Prinzip ist nur, wir bräuchten ausreichend Leute, die des Ruderns mächtig sind, denn ich bezweifle, dass die hiesigen Bauern oder Fischer mit uns mitziehen würden. Das werden hier wahrscheinlich Flusskähne sein, die verfügen auch über Segel. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Allerdings im Moorbereich müsste man dann wahrscheinlich auch noch starken. Und wir kennen die Wasserstraßen nicht. Das ist allerdings etwas, was ich nicht bedacht habe. Das stimmt. Da sollte dann immer ein Ortskundiger dabei sein und die werden sich das sehr, sehr teuer vergüten lassen. Wenn sie sich überhaupt wagen. Ja. Es ist ja nicht so lange her, dass zu viel aufgestanden ist, was hätte liegen bleiben sollen. Das wird dann wohl ans Rad geschlagen. Aber allerdings, dann werden wir wohl die Straße nehmen, nehme ich an. Auf meinen Beinen kenne ich mich aus, auf dem Wasser. Und wenn ihr dann sagt, auch noch die Toten ziehen einen unter Wasser vom Boot, dann